Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle angesprochen. Wir schauen uns jetzt ein Video von Robert M. Lehman an. Ja, Robert Mark Lehman, Mission Erde, hat sich mein Video angeschaut und meine Zuschauer haben mir gesagt, schau dir bitte die Reaction an. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, das jetzt anzugucken, aber das machen wir jetzt. Keine Einsicht bei Prinz Markus. Robert reagiert auf Ausraster und Alpha Kevin. Ehre. Freut mich doch sehr. Das werden wir uns jetzt geben und ich kann nur appellieren, ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Wir stehen kurz vor den 70.000, nee, wir stehen erst bei 67.000, aber man kann ja mal so ein bisschen lügen und sagen, ja, wir stehen kurz vor den 70.000, damit ihr jetzt ein Abo da lasst vor 70.000. Und damit vor allem hier, wir sind übrigens mehr weibliche Zuschauer als männliche und lasst alle ein Abo da, ihr seid die Besten. Ich würde sagen, wir legen los. Menschlich gesehen und rhetorisch gesehen, was Prinz Markus so vom Stapel lässt in seinen Videos und so weiter, wie er Tiere behandelt, ich glaube, das ist nicht mal diskutabel. Das empfinden ein Großteil der Menschen mit Gehirn durchaus als unangebracht. Ich würde den ersten Aussagen hier schon mal etwas zustimmen. Okay. Es ist eigentlich so ein Video, das möchte man gar nicht machen, weil es macht einen ja, es macht einen nicht sauer, es macht einen nicht traurig, es macht einen nicht wütend, es macht einen, ey, mich macht das mittlerweile einfach nur sprachlos. Oder ich finde gar keine passenden Worte mehr, welches Gefühl Prinz Markus in mir auslöst. Ihr schreibt hier, es macht... Ich finde, und mir, ich, also für mich wirkt er immer wieder so, bei Prinz Markus denke ich, also jetzt... Hat jetzt nichts mit Religion und so zu tun, aber ich denke bei Prinz Markus Gesicht an einen Teufel. Weil der so ein rotes, sehr spitzes Grinsen hat und so rotes Gesicht hat. Und irgendwie denke ich jedes Mal so, es ist der Böse einfach. Also er wirkt wie so ein böser Charakter einfach. Macht euch wütend. Hoffnungslos. Ja, hoffnungslos finde ich, glaube ich, den richtigen Begriff. Ihr erinnert euch vielleicht. Prinz Markus, der ja in Dubai residiert, in seinem Anwesen hält ja einige exotische Tiere, von der Raubkatze über Äffchen bis hin zur exotischen Landschildkröte in verschiedenen Größen. Und es gab so ein Video im Internet, das hat viele Leute sehr, sehr sauer gemacht, unter anderem mich damals auch. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ich bin so wütend, ich war so fassungslos, ich war, ja, man war einfach sauer. Meine Schildkröte ist irgendwie so ein Tier, das kann sich nicht wehren, das ist irgendwie so einigermaßen hilflos und er ballert da oberkörperfrei, einigermaßen angetrunken in Boardshorts, einfach so auf seinem Rasen, wo die Schildkröte rumliegt, der Schildkröte einen Fußball mit voller Wucht an den Panzer, ne, im Kopfbereich. Das hat viele Leute sauer gemacht, es gab Strafanzeigen, wie ist das? Ich hatte dann auch Informationen von vor Ort direkt, wo Leute da waren. Es gab auch das Ordnungsamt, was mal vorbeigeschaut hat und es gab wohl auch eine Strafe für den Prinz Markus für seine Aktion. Wie er darauf. Also ich bin gespannt. Robert Mark Lehman mag ja nicht unbedingt Meinungsblogger. Ist das so? Ich weiß es nicht. Aber er hat damals mal gemeint, dass er ganz gerne mal meine Videos schaut. Das hat mich voll gefreut. Ne? Tina, die mag Robert Mark Lehman sehr. Also sie schaut super gerne die Videos an. Ich schaue auch gerne die Videos an, weil er auch Ahnung hat. Also seitdem er damals mit Fritz Meinecke über das Monte-Aquarium geredet hat. Da habe ich das erste Mal ein Video gesehen, glaube ich, von Robert Mark Lehman. Und fand ich auch ganz sympathisch. Und da habe ich mir ein paar Videos angeguckt. Und macht ja schon wirklich sehr stabilen Content. Also wir haben wirklich eine Zeit lang sehr, sehr viel davon angeschaut. Darauf reagiert, ja. Schauen wir uns jetzt einmal an und was es damit auf sich hat. Und ob er vielleicht Einsicht gezeigt hat, das finden wir. Aber da kommt ja aus Thüringen, glaube ich. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Naja, wir gucken trotzdem mal, was passiert ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber wir schauen mal in dieses Video hier. Prinz Markus rastet komplett aus mit Statement zum Schildkrötenvorfall. Mal gucken. We have a new game, it's called Hit the Turtle. Hit the Turtle. Hit the Turtle. Hit the Turtle. Yeah! Ja, das war eher, muss ich sagen, so eine... Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für ein Video ist. Prinz Markus rastet komplett aus und ein Statement zum Schildkrötenvorfall. Okay, also weiß ich jetzt gerade gar nicht, was es ist. Also es ist gerade nicht mein Video, aber es wird gerade hier eingeblendet, sehe ich gerade. Ich sag mal mittlere Aktion. Mittel bis Scheiße hat für einen riesen Aufschrei in Deutschland gesorgt, haben die Medien auch gut aufgegriffen, weil es ist irgendwie, das hätte er ja mit jedem anderen Tier auch machen können, aber ich glaube, bei dieser Schildkrötenaktion, das hat die Leute besonders aufgeregt, weil eine Schildkröte ist ein Sympathieträger, es ist ein Tier, was jeder gut findet. Keiner sagt, Schildkröten finde ich eklig oder hasse ich oder finde ich hässlich. So eine Schildkröte. Ich glaube, es ist halt auch so ein Ding, eine Schildkröte kann sich halt zu 0% wehren, ja.
Also die kann dir jetzt nicht hinterherlaufen und dir ans Bein beißen, weil du bist sehr wahrscheinlich schneller, außer du bist so zugeguckst, dass du vielleicht irgendwo in der Ecke liegst und dann kannst du einen kleinen Biss von der Schildkröte bekommen. Kann natürlich sein, ja, auch möglich. Ja. Aber ja, keine Ahnung, das war jetzt ein sehr ausgesponnenes Szenario, ne? Wir würden ja niemals denken, dass irgendjemand sich zuguckst. Schildkröten mag man irgendwie, ne? Schildkröte ist ein Sympathieträger. Und es steht aber auch für etwas, was ich nicht wehren kann. Ich glaube, eine zugeguckste Person liegt ja eher nicht in der Ecke, ne? Ich glaube, es ist eher so ein bisschen aufgedreht. Aber okay. Ne, ihr kennt so eine strampelnde Schildkröte auf dem Rücken, da würde jetzt jeder sagen, ja, ich helfe der. Oder Schildkrötenbabys oder. Schildkröte sorgt für Empathie. Und deswegen ist das auch so groß aufgekocht worden, ne? Und viele Menschen haben sich darüber aufgeregt und einige Organisationen und einige Menschen haben ihn angezeigt. So, was ich ja auch grundsätzlich bei so einer Tierquäler-Geschichte erstmal ganz okay finde. Ja. Ich muss mich mal etwas auslassen über die deutschen Medien mit der Schildkröte. Okay, okay, das finde ich aber gleich ganz gut so, weil das konnte ich meinem Video ja nicht zeigen, weil da hat er noch nicht drauf reagiert. Aber als dann die Medien drüber berichtet haben, auch unter anderem ich mit drüber berichtet habe, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was er alles gesehen hat, aber wahrscheinlich die Bildartikel und sowas, hat er dann dieses Statement hier gebracht und da ist er ja komplett ausgerastet und da war er. Also der war in einem Zustand, der nicht nüchtern war. Ich würde es einfach mal so ganz diplomatisch ausdrücken. Schildkröte, ihr... Das war jetzt quasi die Reaktion in einem Livestream auf Instagram oder einer Story zu... Also er hat seine Schildkröte da abgeschossen. Glaubst du, der ist besoffen oder Schlaganfall? Oh Junge, jetzt habe ich gerade fast mein Mikrofon angerotzt, wirklich. Ich schreibe doch nicht jedes Mal solche Kommentare, wirklich. Hey, ihr macht mich fertig, Mann. Da geht es mir wieder nicht gut. Und dann gab es die Reaktion der Medien und von Tierschützern wie mir und von Organisationen. Es gab die Strafanzeige und das ist jetzt wohl seine Reaktion darauf. Alle weil ihr habt... Wie bitte? Ihr seid alle... weil ihr habt Schildkröten in Deutschland in so kleine Glaskasten eingesperrt und... Hat er jetzt erstmal nicht ganz unrecht. Es gibt ja viele Menschen, die in... Deutschland exotische Haustiere halten, unter anderem auch große Landschildkröten und sich manchmal nicht bewusst sind, dass wir über Dutzende, wenn nicht sogar 100 Jahre reden, die solche Tiere tatsächlich überleben und die ja eigentlich nach Griechenland gehören oder auf diese Seychellen oder was weiß ich wohin, wo es eben große Landschildkröten gibt und dass Menschen die trotzdem zu Hause halten als Haustier. Hat er nicht Unrecht, ja. Schildkröte, Cleopatra, die genießt... Schildkröte, Cleopatra, verstehe ich mich selber nicht mehr. Ihr Leben to the fullest. Ich glaube, da rastet ihr ja noch aus, ne? Falls ihr das nicht versteht, auf Deutsch, also die... krieg kein Wort mehr raus, ja. Enjoy, also genießt ihr Leben. Das Link, sein linkes Auge macht auch nicht mehr mit. Also jetzt mit diesem Schlaganfall, also so unrealistisch ist das gar nicht. Absolut. Ja, ne, Wärme ist wichtig für Reptilien, bisschen Auslauf, Wasser, ordentliches Futter, die richtige UV-Lampe, dass der Panzer aushärten kann, wenn das alles gegeben ist. Das einzige Problem ist halt, dass sie dann ja nicht hingehört und dass sie ein exotisches Haustier auf Golfrasen ist und das irgendwie auch wenig passt. Und wenn man die dann noch respektlos behandelt, würde ich jetzt nicht sagen, dass Cleopatra ihr Leben to the fullest enjoyed, ne? Ich bin jetzt schon was älter. Ja. Und ich weiß... Wie man mit Tieren umgeht. Guck mal, ungefähr. Also, ne, er sagt ja immer, dass die Leute neidisch sind auf ihn, weil der hat ja so viel Geld und er führt ja so ein tolles Leben. Aber wenn sein Leben halt so aussieht, wie der das hier gerade zeigt, dann bin ich absolut nicht neidisch, ja. Der Arme. Der Arme ist, also nicht der Arme, aber der... Also, der ist ja am Leben vorbeigerannt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Geht. Da würde ich jetzt genau das Gegenteil behaupten. Also jemand, der exotische Großkatzen, Affen und ähnliches einsperrt in einem Privatzoo in Dubai bei Temperaturen von jenseits von Gut und Böse, an Ketten legt und so weiter und maximal viele Influencer in solche an solche Gehege auf Distanz bringt und so, da würde ich jetzt nicht sagen, dass derjenige weiß, wie man mit Tieren umgeht. Das würde ich, aus meiner Sicht würde ich da sagen, das sehe ich äußerst anders. Und ihr ganze Tierschützer, vor allem jetzt, was auf jetzt rastet er komplett aus dem Nichts. Gerade eben redet er noch normal, ja, normal am Lallen, ne, kurz davor komplett abzunippeln.
Aber jetzt pusht er sich, weil jetzt wirkt irgendeine Substanz. Ich weiß nicht, ob der sich was reingezogen hat oder so. Keine Ahnung, aber er sieht eigentlich alkoholisiert aus, aber plötzlich wird er völlig aggressiv. Ja, 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 die einen auf wichtig machen wegen Tierschutz, dann kümmert euch doch mal. Das Interessante an solchen Reaktionen finde ich, dass Tierschützern, ich fasse diesen Begriff jetzt mal sehr bald, Tierschützer, ne? Ich bezeichne mich selber nicht als Tierschützer, das steht in meinem Instagram-Profil, weil Leute sagen, ich sei ein Tierschützer, ne? Das ist aber auch ein Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz, der sich mit Nutztierschutz beschäftigt. Das ist eine Denise Weber von Aninova. Das sind Undercover-Leute. Das sind aber auch Leute, die Artenschutz betreiben, die Tiere retten, eine Ingrid Wisser, was weiß ich. Also der Begriff Tierschützer ist sehr weit gefächert. Naja, aber also ich würde schon sagen, dass Robert Mark Lehmann schon Tierschützer ist. Und ich glaube, er macht ja sehr, sehr viel. Also der ist ja auch jemand, der auch aktiv wird, da effektiv auch mitwirkt. Also ich muss sagen, das, was er macht, also würde ich schon sagen, geht zum Tierschutz und ist eine sehr, also ziehe ich meinen Hut vor, muss ich sagen. Also der macht ja wirklich in viele Länder, um dort halt auch aktiv zu werden, um dort auch mitzuhelfen. Deswegen, aber das macht ihn ja auch aus. So, das ist, deshalb ist er auch bekannt und deshalb mögen ihn auch so viele und das zu Recht. Ne? Natürlich mögen ihn auch viele nicht. Das sind wahrscheinlich die Zoobetreiber. Hab ich zumindest mal mitbekommen. Das Interessante ist, was all diese Tierschützer eint, die machen das nicht fürs eigene Ego oder aus Profitgier, weil es bezahlt einen ja auch keiner für Tierschutz. Man hat davon selbst nichts. Man fühlt sich jetzt besser, wenn man einen Hund rettet und so, aber du machst das nicht, um moralisch besser dazustehen oder um Geld zu verdienen, sondern was all diese Tierschützer eint, ist, die machen das der Tiere wegen. Es geht nicht um Profit, Ego, Selbstdarstellung oder das, was dann immer behauptet wird. Ich kriege diese Anfeindung ja auch quasi täglich. Ich würde das fürs Ego machen, um mich selbst darzustellen, um Geld zu verdienen und so weiter. Also noch nie hat mich irgendjemand für Tierschutz bezahlt. Das macht man ja freiwillig. Man zahlt Geld dafür. Man investiert Zeit, man investiert seinen Körper, seine mentale Gesundheit. Also Tierschützer verlieren Geld. For real, das muss ich auch mal sagen. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor, weil, also ich könnte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ich denke, ich könnte es nicht. Weiß ich nicht. Also da müssen wir es wahrscheinlich erlebt haben. Aber ich weiß nicht, ob ich da psychisch das durchhalten könnte. Wenn du im Tierschutz arbeitest, beziehungsweise da aktiv wirst und dir das ganze Elend anguckst und dass jeden Tag da damit beschäftigt bist, also ich glaube, ich würde psychisch komplett kaputt gehen daran. Also ich glaube, ich wäre der Sache nicht gewachsen. So, deswegen finde ich das absolut krass, dass es Menschen gibt, die dafür praktisch ihre Gesundheit opfern. Also es machen ja wirklich Leute effektiv, die sagen, yo, ich mache das der Tiere wegen. Und dann opfern die wirklich ihre mentale Gesundheit, weil das eigentlich hält das Mensch ja auch nicht aus, das, was da eigentlich passiert. Also wenn du dir so Videos anguckst, ja, Dominion hatte ich mir angeguckt, da gab es aber noch andere Sachen. Aber zum Beispiel, also das ist wirklich harter Tobak, also wenn ihr euch das anguckt, macht es am besten mit jemand zusammen und wenn, dann ist es auch, es ist sehr, sehr schwierig anzugucken. Aber das habe ich mir auch zum Beispiel angeguckt und wenn die immer damit konfrontiert sind, dann braucht man sich nicht wundern, dass viele Leute dann frühzeitig da aussteigen oder sagen, ey, das halte ich nicht mehr aus, weil das ist ja völlig gestört. Verlieren ihre mentale Gesundheit, verlieren ihre Familie, Stefan Außermühle und so weiter, ihr kennt diese ganzen Geschichten. Es gibt Menschen, die haben ihre Familie durch Tierschutz verloren. Man verliert ein Stück weit seines normalen Lebens und nur ein anderer Tierschützer kann verstehen, was man durchmacht, was es bedeutet, einen Lebenshof zu betreiben, was es bedeutet, in der Igelrettung zu arbeiten, was es bedeutet, Tauben aufzuziehen oder Mauersegler. Was es bedeutet, Wale zu retten oder Haie zu schützen oder undercover auf Wildlife-Märkten rumzukreuchen oder jahrelang sich dieser Thematik zu stellen, was es mit der mentalen und der körperlichen Gesundheit macht, das weiß nur ein anderer Tierschützer, wenn man da tief involviert ist. Und niemand macht das für Profit oder Ego. Wir Tierschützer machen das immer für die Tiere. Ich sag euch, wie drücke ich das aus, dass das nicht falsch rüberkommt? Ich muss meine Worte weise wählen an dieser Stelle, weil es ist für mich ein wichtiges und auch emotionales Thema. Mein persönlicher Antrieb, warum ich Tierschutz mache, ist, und Tierschutz betrifft ja bei mir Nutztiere, Schweine, Hühner, Rinder, whatever, aber eben auch Wildlife, vom Hai bis zum Pangolin, aber eben auch der Umweltschutz, der damit zu tun hat. Ich mache das aus verschiedenen Antrieben, persönlicher Wille, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass das stattfindet.
Ich habe in mir auch ein großes Wiedergutmachungsding, nachdem ich jahrelang Tiere ausgebeutet und gequält habe als Aquarist und als Catch-and-Release-Angler. Ich mache es, weil ich es gar nicht anders kann, weil ich es als Notwendigkeit empfinde, weil ich mich moralisch dazu verpflichtet fühle. Aber noch nie habe ich persönlich Tierschutz betrieben aus eigenen Interessen oder aus Profitgier. Denn das eigene Interesse eines Menschen ist ja der Selbsterhaltungstrieb, der Wille. Also ich glaube, also für sowas musst du auch leben. Ja, wobei, dann kommt wieder eine militante Veganerin, wobei sie ja ihren Tierschutzaktivismus, sie macht ja trotzdem auf eine Problematik aufmerksam und steht ja eigentlich da auch für was Gutes, ja. Also ist jetzt nicht mehr an sich was Negatives. Aber sie hat die Reichweite genutzt, um dann auch selber krass zu profitieren. Also auch so effektiv, ne, mit OnlyFans und dann gehst du in diese Sparte. Ich weiß nicht, bei der militanten Veganerin sehe ich es halt echt kritisch. So ein Robert McLemann, der steht halt auch wirklich komplett dahinter und zieht das halt auch durch. Das finde ich krass. Aber die Frage ist halt auch, wie lange kannst du sowas durchziehen? Ich glaube nicht, dass man sowas jahrzehntelang durchziehen kann, ohne wirklich krass Probleme zu bekommen. Ich glaube schon Jahre, das durchzuziehen, ist schon sehr schwierig für Menschen. Wille zu Wohlstand und Wohlsein, zu Familie, zu Reichtum, zu Gesundheit, zu etwas Erfüllendes tun, zu mentaler Gesundheit und all das hast du als Tierschützer nicht. Und das vergessen viele Menschen, glaube ich. Das ist schwierig zu beschreiben und ich telefoniere täglich mit Tierschützern. Einer Samara oder Noah oder Friedrich oder was weiß ich wen. Und die haben alle ihre Problemchen und das ist alles etwas, das ist ganz, ganz schwer in Worte zu fassen oder zu verstehen, wenn man nicht diesen Struggle gesehen hat, live vor Ort, den Tierschützer ausgesetzt sind oder das live am eigenen Körper und an der eigenen mentalen Gesundheit erlebt hat. Und ich sage euch, 15 Jahre Tierschutz machen was mit einem und machen einen wirklich kaputt und fertig, während andere mit Casino, Prostitution und Krypto und Leute verarschen, Millionen scheffeln. Ja, nicht gegen unsere Lieblings-Casino-Streamer schießen, ne? Die sind doch die coolsten. Opfer. Ja. Also ich finde es auch, ja, also solange das Doxing sich in Grenzen hält, ne? Ist alles entspannt, Kappa. Von Tierschützer, Millionen Gehirnzellen und ihre Familien und ihre mentale und körperliche Gesundheit. Zum Wohle der Tiere. Und ich habe heute mit Samara telefoniert über ganz viele andere Themen und da ging es auch ums Aufhören, weil man manche Dinge vielleicht einfach nicht mehr kann. Und darüber denkt man als Tierschützer ganz häufig nach, sage ich euch ehrlich, weil das einfach eine sehr, sehr belastende, herausfordernde Tätigkeit ist, die aus meiner Sicht den höchsten Respekt verdient hat, die höchste Unterstützung, den höchsten Support. Und das Interessante ist, dass den Tierschützern immer vorgeworfen wird, eine Agenda zu fahren, eine Strategie zu verfolgen, das fürs eigene Ego zu machen, aus Profitgier zu machen und einen gewissen Plan zu verfolgen. Dabei kann ich euch garantieren, dass alle Tierschützer, die ich kenne und die ich je in meinem Leben erlebt habe, und das waren Dutzende, das immer nur für die Tiere machen und niemals für sich selbst. Würden die irgendwas für sich selbst machen, würden sie Tiere einsperren, Tiere fangen, Tiere verkaufen, Tiere handeln, würden sie Metzger sein, Schweine züchten, Hühnerfarmen betreiben, Burrata herstellen, Tierprodukte verkaufen, ja, Tiere schlachten, Tiere fangen und in Kameras halten, um dann geile Tinder-Fotos zu haben. Damit lernt ihr sowieso keine Frauen kennen. Könnt ihr vergessen, liebe Catch-and-Release-Angler. Oder du sperrst dir ein paar Amphibien Ocellaris, den Anemonenfisch, ins Aquarium für deinen eigenen Pleasure. Das sind Dinge, die Menschen für sich selbst tun. Tierschutz machst du niemals für dich selbst. Das machst du immer für die Tiere. Punkt, lieber Markus. Das mal zur Erklärung nebenbei. Ja, also das kommt mir auch immer wieder unter, diese Vorwürfe. Und ich finde das so absurd, dass die Tiere schützen, die sich für Tiere aussprechen, dass denen Ego und Profitgier unterstellt wird, von denen die Tiere ausbeuten, die damit Geld verdienen, die Tiere quälen und die alles für sich machen. Und das, warum das psychologisch so ist, ist ja total einfach, weil die Tierschützer sind schuld. Dann habe ich ja einen Schuldigen. Dann habe ich ja jemanden, dem ich die Schuld geben kann, als darüber nachzudenken, was ja viel einfacher und besser ist mit Scheuklappen, als darüber nachzudenken, was mache ich vielleicht falsch? Wo ist vielleicht mein Ego-Problem? Warum sperre ich diese Fische ein für mein eigenes Vergnügen und sage, der Tierschützer ist ja der Böse? Warum halte ich exotische Tiere? Doch nicht für den Artenschutz oder weil das für das Tier gut ist. Das mache ich für mich, weil ich da Bock drauf habe. Warum esse ich einen Schweineschnitzel? Doch nicht fürs Schwein. Warum rettet der Tierschützer das Schwein? Doch nicht für sich selbst. Das ist doch... Also es ist aus meiner, ja,
ist aus meiner Sicht so eine absurde Diskussion, die ich aber tagtäglich ausgesetzt bin und alle anderen Tierschützer auch. Und ich kann das tatsächlich irgendwie nicht verstehen. Anyway, zurück zu Prinz Markus. Also ich. Ja, stimmt, wir sind gerade ganz schön abgeschweift, aber ja, selbstverständlich. Ne? Also ich glaube, das sollte vom Herzen einfach kommen. Aber man, das ist ein hoher Preis, den man zahlt, wenn man das macht. Ne? Also, ey, wenn du. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Die Leute, die diese Videos geschnitten haben und da diesen mehr oder weniger Film draus gemacht haben, da gibt es ja unzählige Videos davon, die grausam sind ohne Ende. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das erste Mal gesehen habe. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das so sein kann. Also es war wirklich schlimm. Also es ist unglaublich. Ja. Also kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, ne, wenn ich daran denke, wie die Bilder da waren. Also es ist wirklich nicht leicht. Die kriegst du auch nicht mehr so leicht raus, diese Bilder im Kopf. Die sind dann einfach mal da. Und wenn du das immer wieder hast, boah, ey, das ist heftig. Weißt du, keine Ahnung, Mann. Also ich kann nur sagen Respekt, aber ich könnte es nicht. Prinz Markus, lieber Prinz Markus, ich gehe mit deiner Aussage, wie du merkst, nicht konform. Tiere, ich habe 6.000 Hunde. Hunde. 6.000 Hunde, okay. Die in Rumänien gekillt werden. Straßenhunde und ich supporte die. Ja, das stimmt. Meine Hündin kommt ja auch aus Rumänien, aus einer Tötungsanlage und wäre sonst sogar an Fellkragen geworden. Ich weiß nicht, ob Prinz Markus wirklich ein rumänisches Hundeprojekt supportet, aber wenn er das macht, ist das ja cool, hat aber mit der Schildkröte nichts zu tun. Ne? Die Schildkrötenaktion und das, was er dort treibt mit seinem Privatzoo, halte ich trotzdem für extrem gefährlich, respektlos und tierschutzwidrig. Wenn er 6.000 Hunde in Rumänien unterstützt, ist das cool. Das eine wiegt aber das andere nichts auf und hat auch miteinander überhaupt nichts zu tun. Ja? Und rechtfertigt das Verhalten nicht. 8 Jahren und ich kauf Hundefutter, Hundefutter! Hundefutter! Für 150.000 Euro pro Monat. Und schickst nach Rumänien, ihr Arsch! Für 150.000 Euro pro Monat seit Jahren! Also, er macht für Hundefutter, macht der 150.000 Euro, schickt er da seit 8 Jahren dahin. Oder seit vielen Jahren. Okay, wenn er das macht, ist das natürlich grundsätzlich cool, ist Symptombekämpfung und. Ja, der erzählt auch viel, wenn der Tag lang ist, vor allem in dem Zustand, glaube ich dem erstmal gar nichts. Und Belege hat er bis jetzt immer noch nicht gezeigt, soweit ich das mitbekommen habe. Deswegen ist das eh nur in Anführungszeichen zu setzen, das, was er hier sagt. Ich finde, der ist so unzurechnungsfähig, was er hier erzählt. Da muss erstmal gar nichts stimmen. Nicht Ursachenbekämpfung in Rumänien. 150.000 Euro ist auch wirklich viel Hundefutter tatsächlich. Kannst du wirklich viele Hunde ernähren. Ist aber das typische Whataboutism. Hat mit der Schildkröte nichts zu tun und rechtfertigt nicht richtig. Die Gewalt an der Schildkröte. Und nochmal ganz klar. Nicht nur der Schildkröte. Rechtfertigt nicht diesen gesamten Privatzoo mit Tieren, die definitiv nicht dort hingehören, die niemals in die Nähe überhaupt von Dubai gehören. Auch Hunde, Haustiere, domestizierte Tiere zu vergleichen mit Wildtieren oder irgendwas damit zu tun, das eine hat mit dem anderen wirklich überhaupt nichts zu tun. Und lieber Prinz Markus, du sperrst Wildtiere unter tierschutzrechtlich relevanten Bedingungen ein und misshandelst sie offensichtlich, filmst dich sogar noch dabei, ich finde, das ist eine Misshandlung. Das heißt nicht, dass du im Hundebereich ein schlechter Mensch bist. Wenn du das machst, ist das ja sogar etwas Schönes. Hat aber nichts mit der Schildkröte zu tun. Ja, aber zu seinen eigenen Hunden war er jetzt auch nicht unbedingt freundlich gewesen. Ne? Nacken packen, einfach hinwerfen und die dann noch, boah, ich weiß gar nicht, wie er die genannt hat. Auf jeden Fall beleidigt hat er die Hunde. Also ich beleidige doch auch nicht meine Katze. Sorry, aber meine Katze ist einfach ein niedliches, kleines, süßes Etwas, was du in den Tee tunken möchtest. Und dann willst du es essen, dann willst du es doch mal trinken und dann willst du es einfach nur lieb haben. So, ich beleidige noch nicht meine Katze und sage zu der Katze, das ist eine faule Sau oder sowas. Ich glaube, er hat irgendwas mit, ist so eine faule Sau, die Samira oder irgend sowas hat er gesagt. Ist halt einfach unangenehm und wer redet so mit Tieren? Also, wer redet so mit seinen Haustieren? Also, das ist doch kein Umgangston. Also, nicht mal mit einem Tier würde ich jemals so reden, selbst wenn die mich nicht verstehen. Sag mir, ich bin kein Tierfreund. Also ich kenne keinen anderen Tierschützer oder Tier. Ja, stimmt, du faule Drecksau, hat er gesagt. Stimmt, ja, du faule Drecksau. Ja. Also, hab ich noch nie zu einem Tier gesagt, du faule Drecksau. Ihr Freund, die zum Beispiel Hunde retten in Rumänien, aber dann mal ihrem Pferd zu Hause
pam, einen mit der Klatsche geben. Also entweder man ist ein umfänglicher, tierliebender Mensch und behandelt Tiere dementsprechend mit Respekt, weil das ist alles. Tiere sind ja nicht für uns da, sondern mit uns. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich heute in einem sehr schönen Kinderbuch gelesen habe. Grüße gehen raus, lieber Friedrich. Ja, und so sollte man sie auch behandeln. Sie sind mit uns da, nicht für uns. Und der Respekt dem Tier gegenüber ist wirklich, wirklich enorm wichtig. Und das eine hat hier mit dem anderen nichts zu tun. Punkt. Versteht ihr das? Ich verstehe es. Also es ist schwer, das zu verstehen, aber wir versuchen, deine Hieroglyphen-Aussagen hier irgendwie zurechtzubiegen. Nachweisen, etc. Und ihr kommt mir mit einer Schildkröte. Na gut, okay. Also ich würde sagen, Junge. Ich bin jetzt kein... Alter, der hat nämlich das gesamte Tomatolix-Repertoire, was Tomatolix jemals an Drogenvideos gemacht hat, hat er im Speedrun durchgespielt. Ein Psychologe, Junge. Ich habe ja nur Rechtsmedizin studiert. Es ist durchaus, ich würde mal sagen, ein kleines Aggressionspotenzial bei Prinz Markus zu erkennen. Vielleicht auch so eine kleine induzierte alkoholische Einheit. Aber gut, es macht einen einfach nur sprachlos. Und so eine Reaktion ist natürlich, wenn man irgendwie eine Strafe aufgebrummt kommt, ich weiß nicht, es geht glaube ich um 400.000 Euro, macht einen das sicherlich wütend. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Prinz Markus eine große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz finde ich vieles ganz, ganz großen Quark, was er da in seinem Video erzählt. Ne? Gut, wir gucken uns jetzt mal ein Video von dem lieben Alpha-Cap. Oh, wer ist denn der sympathische Herr da schon wieder? Ich schaff genau das Gleiche an. Ja, es ist richtig. Ja, also das ist genau das Gleiche. Ich habe mich nicht gewaschen seitdem. Ich habe mich nicht gewaschen und ich habe mich auch noch nicht umgezogen und die Haare habe ich auch noch nicht gemacht. Das heißt, es ist 1:1 das Gleiche. Nur der Abo-Zähler. Ey, guck mal, da hatte ich 128.000, jetzt habe ich 234. Hier 6.000 Abonnenten dazu bekommen. Seit dem Prinz-Markus-Video. Yeah. An. Ich gucke mir immer mal Videos von dem an. Und finde ihn irgendwie ganz, ganz niedlich. Oh. Und er hat dieses Prinz-Markus-Anhalt-Schildkröten-Video. Hey Robert, mein Hasi-Mausi, ich finde dich tatsächlich auch ganz niedlich. Ich habe gehört, du kommst aus Thüringen, das macht dich noch sympathischer. So ein bisschen aufgearbeitet, hat da so ein paar Infos für uns vielleicht. Und mal gucken, was er so zu sagen hat. Also von Alpha Kevin gucke ich mir mal wieder an und mal gucken. Wir gehen mal rein, mal gucken, was er will. Heute wird leider keine allzu leichte Kost. Aber ich denke, es ist trotzdem das Richtige. Wann ist es das denn schon mal im Tierschutz, hä? Darüber zu berichten, denn Prinz Markus von Anhalt wurde nun wegen Tierquälerei an seiner Schildkröte verurteilt. Es sieht einfach aus wie ein Igel. Es sieht halt wirklich aus wie ein Igel. Also hier sieht er noch aus wie ein Igel. Mittlerweile sieht er aus wie gesagt, er sieht für mich aus wie ein Teufel. So. Und die Strafe ist tatsächlich mal so hoch ausgefallen, wie bei fast keinem, der wegen sowas angezeigt wurde. Und das, wie ich... Ja, sowas wird ja, glaube ich, manchmal auch nach Tagessatz berechnet. Ne? Und dann, wenn man dann 10 Tagessätze a 40.000 Euro zahlen muss, weil man eine Schildkröte gequält hat. Nee, es waren ja... Wie viele Tagessätze waren es? 300 a... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Oder... Nee, nicht 300. 100 Tagessätze oder so. Also es waren auf jeden Fall... Nee, 50 Tagessätze a... 8.000 Euro waren es, glaube ich. Ne? Kommst du auf 400.000 Euro? Komplett zurecht. Grund dafür waren seine extremen Provokationen und dass er augenscheinlich wirklich gar nichts daraus gelernt hat. Aber sind wir mal... Das haben wir, glaube ich, gerade im Video ganz gut erlebt, ne? Der Typ wirkt auch ein Stück weit lernresistent, deswegen hat mich das auch nicht gewundert. Doch was ist denn jetzt eigentlich vorgefallen, dass... Es gibt sogar einige Organisationen oder einige Freunde von mir, die auch sagen, Robert, beschäftige dich nicht mehr mit dem Prinz Markus, weil es bringt einfach nichts. Ja, weiß ich nicht. Die finde ich eigentlich ganz im Gegenteil. Da Prinz Markus eine öffentliche Person ist, ja, und er auch schnell mal gern Gesprächsthema wird, aber im nicht positiven Sinne, also wenn der irgendwo auftaucht, dann ist der Böse und der Negative, weil er sieht schon aus wie so ein böser Wichtcharakter. Ich denke, wenn der halt auftaucht so, dann hast du wieder ein Thema, was du groß machen kannst. Und wenn du zum Thema Tierschutz was groß machen willst, dann ist das eigentlich ein gutes Thema. Und von daher ist das in Ordnung, auch darüber zu berichten. Und ich glaube, das könnte auch halt sehr gut medienwirksam sein. Und ich glaube, viele Leute können dann darauf aufmerksam werden und sagen, okay, ja, ich beschäftige mich näher mit Tierschutz und schaue mir öfter jetzt mal Videos zum Beispiel von Robert McLemann an. Und dann schaue ich mir Blackfish, hieß das, glaube ich, an. Also, so war es bei mir. Ich habe mir Blackfish angeguckt und dann hatte ich mir noch Dominion angeguckt und so. Und so hat es begonnen. Aber durch Robert McLemann, der hatte das damals mal empfohlen, weil der selber viel über Orcas gemacht hat.
sehr viele Videos gemacht hat. Da habe ich auch damals alles mit angeguckt, mit Tina zusammen. Und dann haben wir uns Blackfish angeguckt, weil er das empfohlen hat. So, dann dachte ich mir, okay, dann gucken wir uns das mal an. Ich meine, war interessant. Und es war heftig. Und dann dachte ich mir, okay, nice. Also nicht nice, aber da ist man von einem zum anderen gekommen und hat sich immer mehr damit beschäftigt, was wichtig und richtig ist. Ne? Ich muss jetzt für mich nochmal diesen Schildkrötenfall irgendwie abschließen. 400.000 Euro Geldstrafe drohen. Nun ja, Prinz Markus hielt es für eine äußerst brillante Idee, seine eigene Riesenschildkröte mit einem Fußball zu beschießen und sie mehr oder weniger damit zu verletzen. Oh, das war so ein krasses Video, ey. Hit the turtle. Hit the turtle. Okay, hit the turtle. Hit the turtle. Yeah! Überlegt euch das mal. Ihr haltet Tiere, weil ihr ja ach so tierliebe Menschen seid. Okay, Spaß. Ich meine, der Typ, der war Metzger. Vielleicht hat er deswegen weniger Empathie zu Tieren, aber... Krass, das wusste ich gar nicht, dass der Metzger war. Okay, ja. Er spricht auf jeden Fall für... wenig Empathie Tieren gegenüber. Erstaunlich, okay, krass. Ahnung, was da so vorgefallen ist. Aber schaut mal, da ist ein Typ, der damit angibt, einen Privatzoo zu besitzen und vor laufender Kamera schießt er einer Schildkröte mit einem Fußball volles Rohr auf den Panzer. Wie wenig kann bitte eine Schildkröte für einen selbst wert sein? Doch der wahre Knaller, der kommt ja jetzt noch. Denn diese 400.000 Euro Geldstrafe, die hat er erst seinem späteren Verhalten zu verdanken. Denn die Strafe wäre vermutlich deutlich harmloser ausgefallen, hätte er sich nicht wie folgt verhalten. So wurde nämlich dazu Folgendes geschrieben. Auch weil Prinz Markus später keine Einsicht gezeigt habe und die Szenen des Vorfalls im Internet präsentierte, dabei sogar mit Hashtags wie Schildkrötensuppe in Anspielung auf das Tatgeschehen anscheinend noch weiter provozieren wollte, sei laut Gericht die Entscheidung über die hohe Strafe Stell mal vor, da hast du so einen tierlieben... Ich kann mal so selten dämlich sein. Das ist eher so die erste Frage, die ich mir hier stelle. Also, du weißt ganz genau, du hast Scheiße gebaut. Und anstatt, dass du es einfach sagst, jo, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid, das war falsch, mein Verhalten, fängt er an, irgendwas mit Schildkrötensuppe zu faseln, damit das Gericht gerade sauer wird oder beziehungsweise die Leute, die sich drum kümmern, sauer werden. Also wie wenig Reue und Einsicht will ein Mensch zeigen? Ein Richter sitzend und der zieht sich dann sowas rein und muss sowas verhandeln, das ist dann bestimmt spannend. Und normalerweise kommen ja, das finde ich ja das Erstaunliche, Leute... Selbst schlimmste Tierquäler immer mit nichts davon, Verfahren eingestellt oder mit solchen Geldstrafen, das wirklich ein absoluter Witz ist. Und hier 400.000, okay, aber das Verhalten hinterher, alles klar. Merke, was lernen wir da draus? Wenn man ein strafbares Verhalten von sich selbst filmt, es ins Internet stellt, dafür kritisiert wird und man dann noch sagt, wisst ihr was, ihr könnt euch alle mal, geht das meistens nicht gut aus. Zusätzlich hieß es außerdem, der frühere Bordellbetreiber mit der Vorliebe für teure Autos und ausschweifende Partys hat nach Bild... Ja, das ja nicht. Ich liebe auch teure Autos und ausschweifende Partys. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Einspruch gegen die Forderung eingelegt. Laut Angaben seiner Anwälte sei diese ihm nicht ordentlich und fristgerecht zugestellt worden. Also ob es am Ende des Tages bei den 400... Findige Anwälte. Brauche ich auch. Prinz Markus, ihm seine Anwälte. Seid ihr noch frei für... Ich hätte da aktuell so ein paar Dinger, da müsste man mal reingehen. Euro Geldstrafe bleibt, das kann man jetzt noch nicht zu 100% sagen, aber die Summe steht erstmal fest und wurde anhand von 80 Tagessätzen festgemacht. Also das würde halt bedeuten, dass jeder Tagessatz 5.000 Euro bedeutet. Alter, gar nicht so schlecht, 5.000 Euro am Tag. Also wenn dein Tagessatz, meistens wird er ein bisschen, also zumindest habe ich das bisher so gesehen, so weiter unten angesetzt. Also 80 Tagessätze, 5.000 Euro ist schon crazy. Nur am Tag 5.000 Euro. Naja, aber klar, er muss ja richtig krass Kohle gemacht haben oder Kohle machen, weil wenn der im Monat 150.000 ausgibt, da ist ja jeder, da spendet er ja praktisch jeden Tag 5.000 Euro an rumänische Hunde. Aber diese Geschichten aus dem Paulanergarten, die wollen wir ja jetzt nicht weiter verbreiten, weil ich glaube erstmal dem Prinz Markus, wenn er etwas sagt, an erster Stelle erstmal wenig. Ja. Geringverdiener, ich habe mehr. Aus dem Tierschutz. Er war nicht direkt Metzger, sondern ein Akkordschlachter, wo es einen richtigen Begriff gibt. Ah, okay. Ja, ich habe nur das Video gesehen. Ja, beziehungsweise ich habe den... Ich glaube, der hat sich da sogar selber als Metzger mitbezeichnet. Aber gut. Ja, ich dachte, ja, dann ist der Metzger. Ist ja bloß eine Randinfo gewesen, ne, um gleich mal zu erklären, okay, der hatte schon mal vorher was mit Tieren zu tun. Aber auf einer anderen Art, als man sich das eigentlich denkt.
Lächerlich. Ich wusste gar nicht, dass Prinz Markus Geringverdiener ist. Krass. Ja, das ist auf ernstem Anstoß noch so. Das ist ein halbes Placement von uns beiden. Was wie Schildkrötensuppe schreibt, um sich dann noch darüber zu amüsieren, ist wirklich die absolute Höhe und zeigt auch, dass er null Reue oder Einsicht zeigt. Als hätte es nicht schon ohnehin gereicht, diesem Tier Schmerzen zuzufügen. Doch die wahre Reue und Einsicht, die kommt ja jetzt erst noch. Denn ja? Markus äußerte sich gegenüber der Bild wie folgt. Es bestätigt, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, nach Dubai zu ziehen. Ja, Leute, das ist es. So zeigt man... Da gab es ja schon einige Videos über Influencer, die alle nach Dubai gehen. Wegen... Wie wurde der berühmt? Wie wurde Prinz Markus berühmt? Also so richtig berühmt wahrscheinlich, weil er sich diesen Prinzentitel da ergattert hat für 1 Million Euro oder wie auch immer das war. Und davor war der sehr große... glaube ich, Bordellbetreiber und war aber halt so Zuhälterei und sowas. Und ja, ich glaube, dadurch ist er halt sehr groß geworden, plus dass er halt diesen Titel sich gekauft hat. Oder hat sich adoptieren lassen? Wie war denn das? Ich weiß gar nicht. Und hat dann diesen Namen angenommen. Ja, der hat sich adoptieren lassen, ja, als Erwachsener. Um halt den Namen anzunehmen. Das ist schon crazy. Der Steuern und ich glaube, da gab es doch dann auch wieder irgendein Problem, oder? Mit dem Adoptiv, mit den Adoptiveltern. Irgendwas war, dachte ich. Ah, ist schon Wahnsinn. Oder verwechsel ich das mit... Nee, wait, das verwechsel ich gerade mit... wie hieß denn der? Der komische Typ. Jota, Bastian Jota, der hat auch irgendwas mal gemacht. Aber ich weiß nicht, wie das ausschaut, wie das Verhältnis ist zwischen Prinz Markus und seinem Adoptivvater. Ja, ich verwechsel das mit diesem Bastian Jota. Der hat nämlich auch irgendwie mal komische Geschäfte damit gemacht. Also er hat sich da jetzt keinen Adelstitel oder irgend sowas gekauft, aber irgendwas war da. Der war auch richtig crazy unterwegs und hat da auch irgendein Paar abgezogen, mehr oder weniger. Und wegen dem schönen Leben und manchmal auch wegen dem Polizeischutz, dies, das. Von bis, Dubai scheint echt was ist Dubai eigentlich? Warum gehen da alle, ist Dubai auch... Ja, Dubai ist erstmal ein Haufen Sand und dann sind da Städte, also dann ist da so eine Stadt drauf gebaut, so. Also das ist so... Ich weiß nicht, Dubai hat nicht mal eine Kultur. Ich weiß nicht, warum er nach Dubai will. Also jetzt mal Real Talk. Ich kenne einige auch im privaten Umfeld, die viel nach Dubai machen. Ne? Und dann sehe ich so in den Stories, okay, die sind gerade in Dubai. Ich frage mich, was will man in Dubai? Also was zieht, also da hast du nicht mal irgendwie Tiere, wo du sagst, ey, das willst du dir angucken, ne? Wie so eine Safari. Nee, Dubai ist so nichts einfach. Das ist einfach eine Wüste. Es ist viel mit Sklaverei hat das zu tun. Okay, das ist vielleicht die Kultur. Kultur ist einfach Sklaverei. Und das war's. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Uns halt einfach saumodern, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich in Dubai Urlaub machen wollte. Ach, da ist doch immer schönes Wetter eigentlich. Da gibt's da Walhaie eigentlich? Schönes Wetter, 50 Grad im Sommer ist, glaube ich, auch nicht das schönste Wetter. Also da lieber bin ich permanent bei 10 oder bei 0 Grad irgendwie am Start, anstatt dass ich eine sehr lange Zeit 40, 50 Grad bei mir hätte. Auf jeden könnte, dann würde ich auch mal über so ein kleines Appartement in Dubai nachdenken. Viele, viele Influencer, große Influencer, ich bin ja jetzt auch mit 500.000 Mega-Influencer, ziehen sich in Dubai zurück. Okay, stark. Er hat 844.000, ich weiß nicht, welche Zahl er den ganzen Tag anguckt, aber wir sind mittlerweile schon... Du hast dich ungefähr um 340.000 Abos verschätzt. Ja, also sagt er, alles klar. Na gut. Einsicht, weil man einen offensichtlichen Fehler begangen hat. Also wenn hier das Strafmaß nach seinen unzähligen dämlichen Aussagen wirklich noch verringert wird, dann wäre ich persönlich wirklich maximal enttäuscht. Denn dieser Typ verdient einfach die maximale... Da, sein Privatzoo mit Löwen, Alter. ...für so einen Müll, den er da von sich gibt. Ich meine, wie wenig Tierliebe kann man bitte an den Tag legen? Aber ey, wo wir gerade bei Markus und den Tieren sind, da gibt es noch... mein Instagram. Ja, er muss aber YouTube mit berechnen, das ist wichtig. Einiges anderes, was man besprechen kann. Markus ist nämlich so ein toller Typ, dass er sogar einen Privatzoo in Dubai besitzt. Und damit gibt er natürlich auch immer wieder an und hat dort auch Führungen. By the way, und da tanzen immer so viele Influencer an und auch Leute, die ich über zwei Ecken kenne, wo ich denke, wieso? Wieso geht ihr da hin? Das muss euch doch klar sein, dass das scheiße ist. Aber gut. Zoos sind ohnehin schon umstritten. Ich werde es auch nicht nachvollziehen. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich check das nicht. Vor allem, das ist ja auch nicht... Also, das ist ja auch nicht so wirklich schön, das zu sehen, weil du weißt, die sind halt absolut in Gefangenschaft und die verhalten sich auch nicht, wie sich Tiere da verhalten, also wie sich normal Tiere in Freiheit verhalten sollten. Wisst ihr, was ich meine?
Und das verstehe ich einfach nicht. Also, wenn du dann in ein, keine Ahnung, in eine Safari machst, in Afrika oder so, was ich auf jeden Fall gern mal mit Tina machen möchte, das wäre ja voll geil. Eines Tages, wir haben jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wann wir das machen, aber wir haben schon mal gesagt, das wäre ganz cool, dann Tiere in freier Wildbahn zu sehen, voll geil. Kamera mitnehmen, Fotos machen, also da mache ich auch dann auch gerne Fotos, und einfach diese Eindrücke genießen, so einfach Elefanten, Giraffen, was weiß ich, in freier Wildbahn zu sehen, ich glaube, das ist schon ein Träumchen. Aber Privatzoos, das ist für viele einfach der Endgegner. Und wie man Tiere aus meiner Wahrnehmung nach nicht halten sollte, das zeigt Markus sehr gut in seinem Zoo auf. So zeigte er seine Löwen oder auch Tiger und haltet euch fest, die haben wirklich einen enormen Auslauf. Also denen muss es wirklich unfassbar gut gehen. Und die Gehege, die sind auch so immens groß, dass sie sich dort richtig entfalten können. Was? Mensch, Kevin, du wirst ja noch ein richtiger Zoogegner. Demnächst gibt es dann eine VDC, der Verband der deutschen zoologischen Einrichtungen, und da nennen die dann deinen Namen und zeigen Videos von dir, wie sie sich vor dir schützen möchten. Du bist auf einem guten Weg, Kevin. Grüße gehen raus, finde ich sehr gut. Jetzt kommt. Ja, also ich bin jetzt hier nicht der direkte. Ich glaube, das ist Robert Magdeman noch ein bisschen anders, ja. Aber das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber ja, ich finde schon, dass man das durchaus kritisieren sollte, ja. Das, was jetzt kommt, das nennen wir für den Streichelzug. Jetzt kann man die Tiere auch mal anfassen. Guck mal, wie viel Bock das Tigerchen hat, gestreichelt zu werden. Boah, da steht hier echt einer. Die großen Tiger und die großen Kippen Löwen, die sind dann doch zu gefährlich, also wären ein Risiko. Da haben wir uns ja schon mal ausführlich zu geäußert, dass ich das absolut, ich finde das so unfassbar katastrophal. Ich finde es so unfassbar katastrophal, dass sowas geduldet ist, ey. Hier ist Habiba. Der ist 9 Monate alt. Ja, und dann. Prinzchen, sneak doch mal nach hier vorne in Reichweite des Tigers und ohne Kette. Mach mal. Hilft dir. Aber der hat auch noch ein bisschen schlechte Laune, weil er gerade erst aufgewacht ist. Aber. Und immer wenn ein Tigerchen oder ein anderes Kätzchen mit dem Schwänzchen hinten den hier macht, gibt's auch schnell mal einen kleinen Prankenhieb. Super Tier. Ja, das ist der Streichelzoo. Denn 9 Monate alte Tiger, die sollte man auch einfach mal streicheln können. Und die sind auch genau dafür da. Ich meine, am Ende des Tages sind es ja auch bloß große Hauskatzen und die lassen sich ja auch streicheln. Also von. Aber deine Hauskatze frisst dich nicht, es sei denn, du liegst tot im Eck 14 Tage lang. Und also von der Aussage von Robert Magdeman distanziere ich mich, das stimmt so nicht. Meine Katze, wenn sie wollte, könnte mich auch fressen, ja. Die fährt immer die Krallen aus. Ey. Wie kann man das einer Katze beibringen, dass die endlich aufhören soll, die Krallen auszufahren? Wir kriegen das wirklich nicht hin. Also gut, wir üben es schon nicht mehr, wir haben aufgegeben. Aber ständig, jedes Mal fährt die Krallen aus, auch wenn die nur spielen will, ne? Krallen raus, zack, wieder blutische Hand. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Und die Hauskatze kriegt keinen Schäber. Dann frisst sie dich auch, ansonsten nicht. Ja, ist das. Ihr denkt, ich mache Spaß, ist wirklich so. Gar kein Problem. Ihr seht ja auch, dass diese Tiere dort maximal eng angekettet sind an so einer Stange. Das hat aber den Grund, dass die Tiere super gern an dieser Stange schlafen. Also das liegt natürlich nicht daran, dass man stellenweise Angst vor den Tieren hat. Schön den kleinen ironischen rauskehren. Aber da habe ich ja auch einfach recht gehabt, ja, weil der hat ja dort geschlafen und dem ging es ja offensichtlich extrem gut. Also an der Stange. Alpha Kevin, so kenne ich dich gar nicht. Gut, gefällt mir. Gefährlich für die Menschen sein können. Hey, was, so kennt er mich nicht? Also da hat er zu wenig Videos von mir angeschaut. Komm, ey, ich mach schon hin und wieder mal den ironischen. Aber auch das Gehege von seinen Löwen, das gefällt mir auch besonders gut. Das ist meine Löwin, die heißt Maya. Die kommt jetzt gleich raus. Katastrophe. Ein gutes Tier, jetzt 14 Monate alt. Und ist schon. Wie man sich als Tierfreund bezeichnen kann und hier so eine Löwin auf 35 Quadratmetern mit einem kleinen Betonwasserloch auf Sand mit einem angemalten Berg halten kann, ist doch einfach nur, das ist doch absurd, das ist doch totaler Quatsch. Hat einen Boyfriend, der heißt Simba. Auch ein weißer Löwe, aber ein männlicher. Simba. Maya ist so lieb. Als sie 3 Monate alt war, war ich immer mit ihr am Pool am Schwimmen. Meine Tochter auch, wir hatten mega Spaß. Ja, so sieht Spaß aus. Kinder schwimmen mit potenziell tödlichen Raubtieren. Freunde, das kennt ihr aus meinen Videos. Ist keine so gute Idee. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die... War Prinz Markus der Ideengeber für Steve bei dem Meeting mit dieser Hai-Geschichte und dem 10-jährigen Jungen?
Spaß hatten, also Markus und seine Tochter versteht sich an der Stelle, dass die Löwin Spaß hatte, mit den beiden irgendwie im Pool zu schwimmen, das kann ich mir jetzt nur bedingt vorstellen, denn allein das Gehege ist lächerlich klein für ein Raubtier. Aber zum Glück gehört Maya ja noch zum Streichelzoo. Wird wach, wenn es ein bisschen kühler wird, weil es ist ja mittlerweile schon sehr heiß. Wir haben jetzt gerade mal 4:30, also so in einer Stunde ist der quietschfidel und dann bewegt er sich auch mal. Weil man sieht auch, wie der Löwe hier offensichtlich im Schatten sein möchte, aber halt kaum Schatten abbekommt. Also nur der Kopf ist im Schatten so. Sehr wilde Nummer. Jetzt schläft er halt. Wir wissen ja, Löwen schlafen sehr viel. Und er ist ja noch ein junger Löwe. Ist der Boyfriend von der Maya. Und Markus sitzt nie in Reichweite der Kette hier vorne. Es gibt Gründe dafür. Mach einfach die Liebe. Was ich halt hierbei so toll finde, das ist diese natürliche Umgebung, diese wunderschönen Betonwände und auch dieser immense Platz, um einfach mal sich austoben zu können. Das ist genau das, was Löwen brauchen. Also all das, was ein Tierherz praktisch höher schlagen lässt. Dass ausgerechnet die Deutschen immer darauf so pochen, dass man die Tiere halt ordentlich halten sollte, das ist wirklich lächerlich. Und das wirft halt... Naja, es gibt ja auch einige Leute, die halten in Deutschland privat Löwen, Tiger, dies, das. Es gibt Zirkusse mit Löwen und Tigern, Raubtiershow, Raubkatzen von... Ist das noch erlaubt? Warte, stopp. Ist das noch erlaubt? Raubtiershow? Ich dachte, es ist so Zirkus oder so. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr erlaubt, ne? Ich dachte, da war was. Das ist nicht mehr geduldet ist in Deutschland, aber ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob es da noch andere Sachen gibt. Bis, ne? Also, und das neue Tierschutzgesetz hat jetzt auch nicht so viel davon daran geändert. Also es gibt auch genug Leute, die das in Deutschland machen, ne? Nicht immer nur auf Dubai schimpfen, Freunde. Wieder kein gutes Licht auf Deutschland. Deswegen findet Markus auch Dubai 100 Mal besser. Kann man ja komplett nachvollziehen, weil dort ist Tiere quälen scheinbar erlaubter als in Deutschland. Und dort kann man offensichtlich... Das ist ein schönes Wort, erlaubter als in Deutschland. Auch geil. Ganz entspannt zeigen, wie liebevoll man doch mit seinen eigenen Hunden umgeht. Oh, das war so krass. Ey! Warte mal, Inception? Das bin ich? Alpha Kevin? Hallo, ich reagiere gerade auf jemanden, der reagiert, wie er auf sich selber reagiert, wie er auf das Prinz Markus-Ding reagiert. Verwendet meine Videos. Alles. Nur überwacht alles. Und Alaska, das war super, die faule Drecksau, schläft nur. Alaska, die faule Drecksau. Wie kann man mit seinem Hund so reden? Ey, überlegt euch das mal. Also, als ob ihr euer Tier, wenn ihr Haustiere habt, als ob ihr irgendein Tier jemals faule Drecksau nennt. So auf wirklich ernste Basis. Es wirkt jetzt nicht so, als würde er es einfach so ironisch sagen. So. Und selbst wenn, ist das einfach ein Umgangston, der echt unangenehm ist. Vor allem den lädt man dann auch irgendwie auf Instagram hoch. Und wie heißt es? Sahara wird beschützt. Und Snow bewacht alles. Kannst du hier hingehen? Alter. Boah. Alter, stimmt da bis jetzt immer noch. Ja, so muss laufen. Snow bewacht alles. Siehst du es? Snow bewacht alles. Das war ein Bart. Snow bewacht alles. Und Alaska, die faule Drecksau, liegt dahinter und schläft. Und Sahara ist safe. Also ich bin ja Tierfreund, wie ihr wisst, Hundefreund auch. Und Also ich bin übrigens auch Drogenexperte und ich glaube, hier stimmt so einiges nicht bei dem Clip. Rumänien habe ich auch einiges am Hut, aber das Video hat mich auch hart getriggert. Der triggert eben einfach gerne Leute. Vielleicht ist Prinz Markus einfach ein Mensch, der aus dieser ganzen negativen Scheiße seine Energie zieht. Wobei ich mir das immer gar nicht vorstellen kann, dass ein Mensch aus Negativität und Tierquälerei Energie zieht. Das ist für mich wenig vorstellbar. Was bist du nur für eine faule Drecksau, Alaska? Viele wissen das nicht, aber faule Drecksau bedeutet in Dubai so viel wie: Oh, mein Hund ist so süß, ich habe ihn so doll lieb. Und das Tier im Nacken zu packen und dann irgendwie wegzuwerfen, das bedeutet umgangssprachlich, dass man das Tier wirklich sehr gern hat. Also, Shoyuka, bitte einmal an Kevin Unterlassungsklage wegen Verwendung meines Videos, Copyright Infringement und sag auch gleich KuhnTV und allen anderen Bescheid. Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich gerade nicht. Warte, Shoyuka? Gönnergy. Ich glaube, er hat gerade einfach nur mit irgendwelchen Sachen um sich geworfen von Shoyuka KuhnTV Monte. Ah, hier praktisch gar nicht unempathisch gegenüber seinen Hunden, sondern er hat nur Liebe gegenüber denen gezeigt. Also dementsprechend alles tippitopp. Wir kriegen hier einen schönen Abriss über das Wesen von Prinz Markus. Danke, Kevin. Jetzt mal Spaß beiseite. Was für ein unterirdischer Mensch muss man bitte sein, um seine eigenen Hunde so zu behandeln? Junge, hast du irgendwie noch nie ein Tier gehabt? Wie kommt man darauf, seinen Hund im Nacken zu packen und das dann auch
noch als normal anzusehen. Übrigens kann das Ganze irreparable Schäden für das Tier... Nackenschütteln kann zu einem Vertrauensbruch führen. Ja. Weil das für Hunde nicht normal ist. Zudem spüren Hunde da extreme Schmerzen, wenn sie so angepackt werden. Also, entweder weiß das Markus nicht, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Ich meine, er hatte damals auch schon viel mit Tieren zu tun, als Metzger. Oder der Typ hat absolut gar kein Problem damit, seine eigenen Haustiere zu verletzen oder denen Schmerzen zuzufügen. Also, hey, für die eigenen Haustiere ist man, ich habe das damals in meinem Video auch gesagt, man ist Gott, man ist der Schutzbefohlene für diese Tiere. Man entscheidet über Wohlergehen oder nicht. Man hat alles in der Hand und wenn man sich dafür entscheidet, das Tier zu quälen, ist das einfach, das ist so eine grobe menschliche Verfehlung. Wehe nur, wenn ein Tier nur im Weltengericht sitzt. Ne? Harpe Kerkeling hat es ja so schön gesagt, man sollte sich immer seinem Haustier gegenüber so verhalten, dass man im nächsten Leben, dass die Rollen dann vertauscht sein können. Also dann ist Prinz Markus der Hund und sein Hund ist der Prinz Markus. Naja, ist ja jetzt eine Beleidigung, wenn man sagen würde, dass Prinz Markus ja jetzt schon ein Hund ist, aber das möchte ich auch der ganzen Hundefraktion nicht antun. Ey, Hunde sind schon stabil. Hunde sind schon stabil, also Menschen sind halt wirklich einfach, die sind schon abgefuckte Wesen. Markus, und dann gucken wir mal, was passiert, wenn das so läuft. Jetzt mittlerweile kein Einzelfall, dass Markus mit Tieren umgeht, als wären das einfach gefühlslose Gegenstände, dass der Typ, weil man ihn dafür kritisiert, ernsthaft noch sagt, dass er deshalb Dubai besser findet, das zeigt nur, dass er keinerlei Selbstreflexion hat und dass er scheinbar Tierquälerei als etwas sieht, was ganz in Ordnung ist. Er hat halt meiner Meinung nach keinerlei Empathie, Gewissensbisse oder zeigt in irgendeiner Hinsicht Tierliebe. Das, was er allein schon mit diesem Privat zuvor sagt, ist in meinen Augen pure Tierquälerei. Dass er aber zusätzlich noch Tiere dafür missbraucht, braucht sie als Zielobjekt für Fußbälle zu nehmen oder seinen Hunden Schaden oder sogar Schmerzen zufügt, das ist fast noch eine Stufe drüber. Aber wem wundert das eigentlich noch? Ich meine, wenn man sich allein mal seine Wikipedia-Beiträge durchliest, sieht man halt fast nur Negatives über ihn. Allein im Inhaltsverzeichnis sieht man folgende Gliederung: Leben, Vorurteilungen, Kritik. Und dann noch irgendwas Unwichtiges. Ich zitiere mal, wegen was er alles so verurteilt wurde. Anwalt hat nach eigenen Angaben 4 Jahre im Gefängnis verbracht. Unter anderem habe das Landgericht Karlsruhe ihn im Sommer 2003 wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Zuhälterei und Menschenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Später machte er Schlagzeilen mit seinen widersprüchlichen Aussagen zur Klärung der Besitzverhältnisse zu dem bundesweit in die Schlagzeilen geratenen Flatrate-Bordell Pussy Club in Fellbach, das er angeblich abgestoßen habe. Im Jahr 2010 wurde er wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer 3-monatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldauflage von 200.000 Euro verurteilt. Im November 2014 wurde er wegen Steuerhinterziehung angeklagt und zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen der Steuerhinterziehung kam dann noch ein weiterer Prozess, aber nur damit ihr mal erfahrt... Sympathisch. Immer wenn er stoppt, so, ich sehe scheiße aus und das macht mich fertig. Wie gefährlich und ekelhaft dieser Typ überhaupt ist. Und da haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, wie offen homophob er sich auch im Fernsehen äußerte. Denn da zeigt er sich... Ach, stimmt. Boah, der ist doch so krass abgegangen. Homophob, transphob und so weiter. Da hat sich Aljoscha auch brutal drüber aufgeregt. Und das war so richtig, das war nicht mehr unterhalb Gürtellinie, das war, ey, Höllenniveau. Ne? Das habe ich auch irgendwo gesehen in so einem kurzen Clip und dachte nur, Mensch, Markus, du bist doch... Ein Vater, du hast Man verdrängt das, dass er Vater ist, ne? Man denkt immer so, okay, der ist da alleine und so, ne? Das muss ein trauriger Mensch sein. Aber der hat halt ein Kind. Ich weiß nicht, wie das Kind... Ich hoffe, das Kind wirklich ist anders als der Vater. Also ist 180 Grad anders als der Vater. Kinder oder ein Kind, zumindest eine Tochter. Ich weiß nicht, wie viele noch. Da möchte man doch als Vater vielleicht auch ein Vorbild sein oder man möchte, dass seine Tochter zu einem aufschaut oder man möchte doch eine gute Vaterfigur sein für sein Kind, würde ich jetzt mal denken. Und dann sowas zu machen, sowas abzuziehen, ich verstehe nicht. Wirklich gar nicht. Folgt erkenntlich. Aber ich habe jetzt gehört, dass ich blockiert bin auf allen deutschen Fernsehsendern, in allen deutschen Medien, dass man nicht mehr über mich berichten darf, weil ich bei Promis unter Palmen homophob war. Das heißt, es gibt keine freie Meinungsäußerung mehr in diesem... Naja, freie Meinungsäußerung und Beleidigung oder Homophobie ist immer noch ein großer Unterschied. Da muss man im Duden nochmal vielleicht nachschlagen. Deutschland und Medien werden so manipuliert. Okay, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir skippen diesen Part. Ja, wir gehen nochmal kurz auf... Ja, also die Minute skippen wir, weil... Das ist einfach jetzt nur komplettes Überbeleidigen, ja. Und es ist absolut ekelhaft, was er sagt. Also sagt einfach
euch selbst. Das sind die schlimmsten Beleidigungen gegenüber homosexuellen Menschen und es wird noch schlimmer. Sagt euch das einfach und genau das macht er. Ich will gar nicht mehr sagen, dass wir das ekelhaft finden. Nein, wir müssen es gut finden. Du musst gar nichts gut finden. Du kannst halt doch einfach mal die Schnauze halten. Das wird einige inklusive... Scheiße, Mann, warum muss ich darüber lachen? Aber ich find's... Als ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich mache immer so ein Wort-zu-Wort-Skript und dann schreibe ich mir das selber oft, dass er einfach mal die Schnauze halten soll. Das kam auch mit voller Inbrunst, ja. Ich erinnere mich noch, wie ich das gefühlt habe. Boah, ist das krass. Danke, Kevin. Sehr gut finden. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick über Markus von Anhalt bekommen. Schaut auch super gern das Video von Ehrenbruder Chasnero dazu an. Der hat da wirklich nochmal alles zusammengefasst und das zeigt nochmal auf, weshalb man den jetzt nicht feiern sollte. Das hier sollte aber nur nochmal aufzeigen, was der aktuelle Stand rund um Markus von Anhalt ist. Ich hoffe, dass er jetzt mindestens die 400.000 Euro blechen muss und diese Strafe auch von der Staatsanwaltschaft oder wer auch immer sich darum kümmert, nicht verringert wird. Denn so einsichts- und auch rücksichtslos, wie der sich verhalten hat, da sollte es schon die Höchststrafe geben. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Ob ihr es findet, dass diese Geldstrafe gut ist oder ob ihr sagt, nee, es ist zu hoch oder zu wenig. Lasst es... Oh, ich finde, es ist zu wenig. Ach, super gern wissen. Und wichtig noch, wenn ihr solche Videos hier mögt, dann lasst auch immer gerne ein Like da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann wäre es super cool, wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet. Und man nennt ihn auch Robert Mark Ehrenmann. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Denkchen an Zwänkchen. Euer Alpha Kevin. Ciao. Okay. Alpha Kevin, danke für die Zusammenfassung und die Beleuchtung der Causa Prinz Markus. Ich sag mal so, alles, was ich dazu sagen kann, ist natürlich menschlich gesehen und rhetorisch gesehen, was Prinz Markus so vom Stapel lässt in seinen Videos und so weiter, wie er Tiere behandelt. Ich glaube, das ist nicht mal diskutabel. Das empfinden ein Großteil der Menschen mit Gehirn durchaus als unangebracht. Ich finde es wirklich krass, dass ein Mensch, der ein Kind hat, so ist. Weil das Kind kriegt das ja mit. Es ist, es macht einen, wie ich habe ja schon gesagt, ich habe dafür keine Worte mehr. Es macht mich sprachlos, fassungslos und am Ende ist es vermutlich das Beste, wenn man Prinz Markus einfach wegignoriert aus der Welt. Und ich habe jetzt dieses Video selbstverständlich nur darüber gemacht, um Klicks wieder zu generieren. Ja, aber das machen einige, das ist gut so. Narieren auf meinem Kanal und massiv viel Geld als Tierschützer zu verdienen. Aber ich glaube... Hey Junge, dein Reaction hat 140.000 Aufrufe, ja? Ich habe wahrscheinlich weniger damit gemacht als mit deiner Reaction. Aber ist okay, weißt du, weil mit meiner Reaction auf deine Reaction, da kann ich ja wieder, da kann ich ja wieder fett mir alles einsahnen. Ich hoffe, die Reaction hier wird richtig abgehen, Leute. Push das, ja, schreibt irgendwas in die Kommentare. Nee, schreibt mal wirklich das Wort irgendwas in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt. Das ist ein Algorithmus-Kommentar, weil ich wieder random irgendwas gesagt habe. Ja, schreibt mal, Tina hat gesagt, du sagst immer irgendwas. 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 Es tut mir leid, wenn ihr immer denkt, irgendwas. Es ist sächsisch. Ich bin dumm. Ja, es tut mir leid. Und danke für den Raid, Forrest Archer. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bringt einfach tatsächlich nichts mehr, sich mit ihm zu beschäftigen. Weil er wird in einem Jahr sitzen wir wieder hier und machen wieder ein Video, welches Tier er als nächstes gequält hat oder was er als nächstes für einen Quatsch vom Stapel gelassen hat. Und irgendwann muss man vielleicht für sich auch mal entscheiden. Das ist ganz wichtig im Leben. Kleiner Lebenstipp vom 41-Jährigen. Dass man für sich irgendwann entscheidet, welche Kämpfe kämpfe ich? Und welche erachte ich aufgrund meiner Lebenserfahrung als sinnlos und verschwende nicht weiter meine Energie, meine Zeit und meine Ressourcen. Und ich glaube, hier an der Stelle kann man jetzt ganz eindeutig und letztendlich und endgültig einfach mal sagen, ich glaube, hier ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Und noch viel mehr. Hier wurde einiges verloren. Hier hat sich auch jemand ein bisschen verrannt in sämtliche Substanzen. Ja. Verrückt, ne? Krass. Wenn ihr mich fragt. Boah. Es ist, wie es ist. Es ist echt verrückt. Ja, gutes Reaction-Video. Ja, ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen. Ja, Leute, der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Gibt natürlich auch ein Like von mir, ne? Und ich finde Robert Mark Lehmann auch niedlich. Ja, nee, hat er gesagt niedlich? Ja doch, ich finde dich auch niedlich, habe ich noch geschrieben heute. Nee, finde ich wirklich toll. Robert, Dankeschön für deine Einschätzung und auch für deine sarkastische Art. Das hat mir gut gefallen. Ich würde sagen, also Algorithmus-Kommentar ist irgendwas für einen Algorithmus. Deswegen immer wichtig hinzuschauen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Das würde mich noch riesig freuen, weil wir stehen kurz vor den 67. Wir haben heute die 67.000 geknackt. Wir stehen irgendwo bei 67.000 Abonnenten. Lasst gerne ein Abo da.
dass wir die 70.000 eines Tages voll bekommen. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.